Großartig. Danke. Rührt euch, meine Herren. Sie haben das großartig gemacht. Vielen Dank, Herr Oberst. Ach, schon gut. Aufwischen! Klar. Im Namen von Oscom spreche ich eine offizielle Empfehlung aus. Sehr gut. Nun, dann raus aus den Anzügen und ausruhen. Zug aus und legen Sie den Flammenwerfer weg, Herr Oberst. Die müssen dekontaminiert werden. Am Kontrollpunkt gibt es außerdem eine Dosis grünes Zeug. Ich gebe doch Bescheid. Sie waren Strahlung von mindestens einer Woche ausgesetzt. Gut. Vielen Dank. Hier. Bitte. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Herr Oberst. Steigen Sie ein, Herr Oberst. Vielen Dank. Hey Leute, einsteigen! Wir können euch zum Prospekt bringen. Danke, Herr Oberst, aber wir warten hier auf den Transport vom Hauptquartier. Der hat genug Platz für alle. Dann viel Glück. Auf geht's, Petrovic. Ja, Herr Oberst. Auftrag erledigt, Genosse General. Ich bin fast durch, Dolja. Die Würmer sind alle Toast. Die Jungs werden noch aufwischen und ich gehe heim. Immerhin ist es Silvesterabend. Tja, du hast es leicht. Wie ich hörte, ist dein Sohn bereits Hauptmann. Du kannst der Jogga übrigens von mir gratulieren. Verstanden. Ende und aus. Herr Oberst, krempeln Sie bitte für die Dosis Ihren Ärmel hoch. Bitte sehr. Sie auch, Petrovic. Sie bekommen auch eine Dosis. Nein, ich würde lieber meine eigene Spritze zu Hause benutzen. Gut, aber natürlich. Danke. Bitte nicht gegen die Tür lehnen. Nächste Station, Krasny-Prospekt. Geht es deiner Enkelin schlechter? Nein, oh Gott sei Dank. Trotzdem reicht die übliche Kinderdosis an grünem Zeug bei ihr nicht aus. Und das, obwohl wir zum Prospekt umgezogen sind. Also greife ich mir ab, was immer ich kriegen kann. Nur für den Fall. Es ist nicht leicht, aber wir überleben. Und das ist, was zählt. Aber genug von uns. Erzähl mir lieber, ob ihr das ordentlich gegrillt habt. Das haben wir, Petrovic. Das haben wir. Schön zu hören, mein Freund. Trotzdem wird es beim nächsten Mal nur noch dichter wachsen. Das ist immer so. Siehst du, die Pumpen versagen. Das liegt an dem Gebein. Die
haben jetzt 20 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet. Und jetzt diese Scheiße. Die Filter verstopfen, die Dichtungsringe reißen, der Stahl rostet. Schon bald wird das Entwässerungssystem den Geist aufgeben. Und dann müssen wir mit Booten fahren. Gondoliere. Ich kann auch singen. Bitte, verschone mich. Dein Gesang ist grauenvoll. Dass du mich mitgenommen hast, Petrovic. Ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Vergiss nicht, das sind ich und Kirill nach der offiziellen Zeremonie. Wir werden da sein. Herr Oberst. Herr Oberst, bitte gehen Sie weiter. Der General erwartet Sie bereits. Tiefe für etwas ergreifen, dann sollten Sie es auch zu Ende wegtreten. Jawohl, Herr General. Ach, Slava, ich hab dich schon erwartet. Komm mal rein. Mach es dir bequem. Während du zum Grillen draußen warst, haben sich hier neue Entwicklungen ergeben. Sieh dir diese Karten an. Hintergrundstrahlung? Ja, die Karten sind vom Satellitenkontrollzentrum. Und jetzt möchte ich, dass deine Leute dorthin gehen und die aktuellen Karten finden, auf denen das ganze Land verzeichnet ist, damit wir wissen, wohin wir gehen müssen. Übernimm persönlich die Kontrolle und sorge für strikte Geheimhaltung. In Ordnung? Wohin wir gehen müssen, Talia? Komm auf den Punkt. Bereiten wir eine Evakuierung vor? Also gut, das bleibt aber unter uns, ist das klar? Ja. Wir können nicht mehr länger warten. Das grüne Zeug ist alle. Wir müssen mit den Konfiszierungen anfangen. Daher muss alles unter Verschluss bleiben. Warum so heimlich? Das sind doch gute Neuigkeiten. Würden wir Ihnen das sagen, geben Sie Ihre Vorräte sicher freiwillig her. Nicht meine Entscheidung. Trotzdem ist es manchmal das Beste, die guten Neuigkeiten bis zum Schluss zu verwahren. Ich verstehe. Danke, dass du es gesagt hast. Denk daran, das bleibt unter uns. Du kennst mich. Nun, ein frohes neues Jahr. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Als Held des Krieges gegen Schleim und als alleinerziehender Vater möchte ich dir hiermit ein Neujahrsgeschenk vom Kommando überreichen. Eine Monatsration für zwei. Danke. Ich möchte dich nicht länger aufhalten, es sei denn, wie wär's mit dem Tee? Du weißt genau, wie man einen Mann von seiner Familie fernhält. Wie geht es, Serioga? Ist offensichtlich sehr von sich selbst eingenommen. Denk doch nur. Mein Sohn ist jetzt ein Hauptmann. Und ich habe nicht mal nachgeholfen. Kannst du das glauben? Natürlich kann ich das. Typisch für dich. Ich finde, er sollte alles selbst erreichen. Stärkt den Charakter. Ach, definitiv. Er war eigentlich immer ein weicher Typ. Genau wie seine Mutter. Jetzt ist er ein harter Kerl. Du warst immer hart ihm gegenüber. Fast schon zu hart. Das könnte ich nicht. Ich finde, du machst das erstaunlich gut. Das sage ich als jemand, der euch zwei schon lange beobachtet. Er wird zu einem richtigen Mann. Ein Oskorn-Kämpfer. Ja, er ist ein großer Fan von allem, was mit Oskorn zu tun hat. In seinen Augen sind wir eine Art Superhelden. Irgendwie ist das fast schon unheimlich. Aber wir sind Helden. Wir retten, wen wir können. Und das alles zum Wohle unserer Kinder. Was soll daran unheimlich sein? Viele Dinge versteht er noch nicht. Und er idealisiert uns. Er glaubt, wir seien Ritter ohne Furcht und Tadel. Aber das wirkliche Leben ist komplizierter.
Manche Dinge muss man einfach tun. Und wenn ich dann in seine Augen schaue, denke ich, würde er das verstehen, wenn ich ihm davon erzählte? Und dieser Tag wird kommen. Kirill ist ein richtiger Mann, er wird es verstehen. Ein echter Hellslava lässt nicht seine Muskeln spielen und trägt auch keine glänzende Rüstung. Ein Held ist jemand, der tut, was getan werden muss. Er wird vielleicht mit Dreck besudelt, manchmal sogar mit Blut. Aber trotzdem macht er seine Sache, weil es notwendig ist. Das zu verstehen, macht einen Mann aus. Vielleicht. Aber von dort ist es nicht mehr weit bis zu der Zweck heiligt die Mittel. Ach, komm schon. Was für ein rührseliger Unsinn. Oh, der Zweck heiligt die Mittel. Das darfst du nicht sagen. Das sind böse, böse Worte. Schäm dich. Unsere Philosophieprofessorin Maria Ivanova hat uns das gesagt. Aber ich sage, es ist so. Wie sonst sollte man irgendwas erreichen? Man muss etwas opfern, um etwas zu erreichen. War das jemals anders? Aber ist es immer so? Also gut, du hast mich erwischt. Du hast ja recht, so erreicht man Dinge. Aber ich habe immer geglaubt, es sei eine Frage der Aufrichtigkeit, ob es so ist oder nicht. Man muss vor allem immer zu sich selbst aufrichtig sein. Das war tiefgründig, fast philosophisch. Ich wette, du hast auch Ivanovas fortgeschrittenen Kurs gemacht. Tja, ich denke, ich gehe jetzt mal. Ja, Slava, tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Geh zu deinem Sohn. Grüß Kirill von mir und ein Frau. Ich werde in der Zwischenzeit an meiner Rede arbeiten. Ich hasse öffentliche Ansprachen. Aber der Anlass erfordert es. Liebe Bürger von Krasny Prospekt und Gäste von anderen Stationen. Herr Oberst. Hallo, Herr Oberst. Ihnen ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr. Im Dienst heute Abend? Das tut mir leid. Aber wisst ihr, Herr Oberst, es hätte schlimmer kommen können. Du dreckiger Trunkenbold! Sieh dich nur an, du Schwein! Hör mal, Tanja, ich hab doch nur... Das soll also das neue Jahr sein? Deine Kinder haben nichts zu essen! Und du, was soll... Hallo, Herr Oberst. Es sind zu viele Menschen im Weg. Man kommt nicht wirklich durch. Am besten gehen Sie hoch und durchs Restaurant und von dort zur Galerie. Was meinst du, Grisha? Es ist doch genug Zeit. Und außerdem bist du schon beschwipst. Zuletzt gesehen habe. Kennst du den? Der mit den großen Ohren. Der erzählt doch ständig veraltete Witze, nicht wahr? Was ist denn mit ihm? Irgendwas ist auf jeden Fall mit ihm. Sie haben ihn nach oben geschickt und diese Bautrupps. Frohes neues Jahr. Bauen wir ein neues Lager? Das wünsche ich dir auch, Misha. Wie wär's mit einem Schnaps? Der erste geht heute aufs Haus. Verlockend. Aber nein, danke. Wie Sie möchten. Sie können nur vorbeikommen, wenn Sie Ihren Jungen ins Bett gebracht haben. Wir haben bis zum Morgen geöffnet. Sieh mal, eines Tages werden wir doch nach draußen gehen, oder? Wir sind schließlich keine Maulwürfe, die im Untergrund leben müssen. Also sagen wir mal, wir gehen raus und treffen auf die Armee. Einige Einheiten müssen übrig geblieben sein. Dass wir die einzigen sind, kann ich nicht glauben. Oh, was für eine Überraschung! Trinken Sie noch mit uns aufs neue Jahr, Herr Oberst! Herr Oberst, gesellen Sie sich zu uns. Das würde uns freuen. Na, tut mir leid, Jungs. Aber ich muss nach Hause, um nach meinem Sohn zu sehen. Euch allen ein frohes neues Jahr! Lass mich, ich will nicht so zum Arm. Also, da sind so viele. Du sagst, ich bin Major Vikov. Das wirklich.
von wegen. Die gucken alle. Hör auf, du Lümmel. Sei doch nicht. Nach der Feier. Ach komm schon, so lange kann ich nicht warten. Warte einfach noch ein bisschen. Erwartet. Da! Tolle Tarnung, Gefreiter. Ich muss dich allerdings nach deinem Lagebericht fragen. Oh, der Einsatz zur Hilfe beim Vorbereiten der Feier ist fast abgeschlossen. Nur noch eine Glühbirne übrig, Herr Rühren, Gefreiter. Ich werde dir helfen. Frohes Neues, Papa. Ich dachte schon, du kämst nicht rechtzeitig. Zu meinem Geburtstag warst du zu spät. Und zu Mamas Jahrestag auch. Sieh mal. Ich habe nur mein Bestes gegeben, dafür zu sorgen, dass es so wenig traurige Jahrestage nach... Verstehe. Freut mich zu hören. Und jetzt, schalte ein. Auftrag ausgeführt. Gut gemacht, Gefreiter. Vielen Dank. Oh, Papa, ich habe etwas für dich. Hier, Petrovic und ich haben sie repariert. Oh, vielen Dank, mein Sohn. Da wir gerade von Petrovic sprechen. Sobald die offizielle Feier vorbei ist, sind alle Soldaten aufgefordert, ihr Gesicht zu waschen und bei Petrovic vorstellig zu werden. In Ausgehuniform. Ja, bei Petrovic melden, Gesicht sauber und Ausgehuniform. Verstanden, Herr Oberst. Wow, der Baum ist so schön. Ja, hör zu. Liebe Bürger von Kersey Prospekt und Gäste von anderen Stationen. Das Jahr 2034 ist fast zu Ende. Es war kein leichtes Jahr, doch alle Härten haben nur dazu gedient, enger um unser gemeinsames Ziel zusammenzurücken. Das Wohlbefinden aller, die hier unten in den Tunnel leben. Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr, das sicherlich Besserungen bringt. Und aufgrund unserer gemeinschaftlichen Bemühungen als Gesellschaft wird es definitiv kommen. Im Namen der Auskommführung möchte ich Ihnen allen für Ihre gute Arbeit danken und Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Ein frohes 2035! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, frohes neues Jahr! Verdammt, das ist beschissen. Der verdammte Generator ist schon wieder ausgefallen. Bitte, Miller hier. Funktest, hörst du mich? Ende. Hier, laufe deutlich, Ende. Kirill, ich bin bei den Wo ist die Passage zu Sibirskaya? Unten, da war früher das Ostkom-Hauptquartier. Das grüne Zeug, das sie den Leuten abgenommen haben, wurde dorthin gebracht. Ich verstehe. Konfiszierungen. Gefunden. Vielen Dank, Herr Freiter. Bürger, wir rufen Sie auf, ruhig zu bleiben. Übergeben Sie den Behörden freiwillig Ihre Vorräte an Strahlenschutzstoff. Denken Sie daran, dass es unsere gemeinschaftliche Pflicht ist, zusammenzuhalten und das Wohl aller Bürger zu sichern.
Kaya. Wir sind da fertig. Und das hier haben wir mitgebracht. Viel ist es nicht. Das ist übel. Wir sind mitten in einem Fallout-Bereich und müssen uns über mindestens 500 Kilometer rüsten lassen. Die Karten von deinen Leuten. Auf keiner davon sind wirklich sichere Gebiete verzeichnet. Ich hatte auf den Baikalsee gehofft, aber... Wir suchen noch immer den Baikalsee. Das Archiv ist hinüber. Und was die Strahlung betrifft, dafür gibt es doch Filter, um den Staub draußen zu halten. Filter. Die Waggons sind alle so verstrahlt, dass uns die Filter ohne grünes Zeugs auch nicht helfen werden. Da werden auch Kinder sein. Du hast selbst einen Sohn, daher weißt du, dass Kinder mehr brauchen. Ich weiß. Haben wir genug? Nicht für alle auf einmal. Zuerst werden wir die Kernpersonen evakuieren und sauberes Rollmaterial vorbereiten, dann die anderen. Du meinst also, dass wir die Leute in zwei Gruppen unterteilen sollen? Jene, die wir zuerst retten und dann den Rest, den Bodensatz? Du weißt, was auf dem Spiel steht. Vor allem unsere Kinder. Was gibt es da zu diskutieren? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Von dir am allerwenigsten. Denk mal an Kirill. Ich für meinen Teil habe über ihn nachgedacht. Ihr beide werdet mit dem ersten Zug fahren. Also enttäuscht mich jetzt nicht. Vergiss das einfach alles und mach eine Pause. Deine Leute können sich allein um den Prospekt kümmern. Also gut. Ich will noch eine Zigarette. Und du? Mir egal. Wie du meinst. Schon eine Weile her, dass ich solche Zigaretten hatte. In den schmutzigen Stationen wimmelt es vor Unruhestiftern. Du weißt schon. Faseln dauernd davon, das Regime abzusetzen und ein neues Leben zu beginnen. Und sie haben vor, jetzt loszulegen. Genau. Sobald bekannt wird, dass wir kein grünes Zeug mehr haben und die Gerüchte über die Evakuierung losgehen, und die werden kommen. Natürlich. Übertriebene Gerüchte noch dazu. Die Führung läuft davon. Verlässt das gewöhnliche Volk. Eine Chance, die sie nicht auslassen werden. Ja, du hast es begriffen. Wir werden die Ordnung aufrechterhalten, solange es geht. Gott beschütze uns vor einem großen Aufstand. Doch Gott begünstigt noch immer die Vorbereiteten. Halte deine Waffe bereit, Slava. Jetzt wird es holprig. Ja, das wird ziemlich hässlich. Tja, wir haben keine andere Wahl. Entweder wir retten, wen wir können, oder wir versinken im Chaos und sterben alle. Wenn du also schießen musst, betrachte dies als Krieg gegen lebende Tote. Jeder Aufständische ist eine lebendige Leiche, die versucht, uns in ihr Grab zu ziehen. Eine zynische Sichtweise. Zynisch, aber realistisch. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Sind deine Leute bereit dafür? Jene, die es nicht sind, sind schon seit Jahren aussortiert. Was hältst du von den anderen? Bei manchen Einheiten bin ich mir unsicher. Wir werden anfangen, sie still und heimlich aufzulösen und zu entwaffnen. Damit riskierst du, Öl ins Feuer zu gießen. Ich bin verdammt. Egal, ob ich mache oder nicht. Wohl wahr. Ja, weißt du, ich fühle mich ausgelaugt. Tja, ich muss mich wohl entschuldigen. Natürlich. Ruhe dich aus, solange du noch die Gelegenheit hast. Ich befürchte, viel Zeit wirst du nicht haben. Und Slava, pass auf dich auf. Und? Was hat er gesagt? Naja, dass sie unsere missliche Lage verstehen und unseren Beitrag und unsere Kooperation sehr begrüßen. Und sobald sie neue Vorräte haben, werden wir vollumfänglich und mit Zinsen entschädigt. Genau wie es in den Papieren steht. Hallo, Herr Oberst. Es sind jetzt schon zwei Tage. Beruhigen Sie sich, Bürger. Bitte, Herr Oberst, sagen Sie ihnen, dass sie mit der Ausgabe beginnen sollen. Wir können nicht mehr warten. Zur Seite! Bitte bleiben Sie ruhig. Es geht bald los. Genehmigt. Ein anonymer Tipp zu überschüssigem Vorrat. Das können wir nicht ignorieren, aber er macht die Tür nicht auf. Ich verstehe. Auf geht's. Was zum Teufel ist los mit Ihnen?
schwer zu mögen. Pass nur auf, wo du mich anfasst. Ich musste gerade an Neujahr denken. Hatten wir hier nicht angestoßen? Hier, kommen Sie her, Herr Oberst! Natürlich! Der junge Grischer hat in dieser Nacht definitiv zu viel. Mach auf, Petrovic! Tomo! Komm herein! Danke! Geh nach! Michail Petrovic, du weißt, warum wir hier sind. Ich schlage vor, du spendest deinen überschüssigen Vorrat freiwillig, sonst gibt es Ärger. Ich kann nicht. Du weißt, dass ich das nicht kann. Das ist für meine Enkelin. Das habe ich von meinen Rationen abgespart. Ich kann nichts machen. Wir haben einen Tipp, dass du einen Vorrat hast und müssen darauf reagieren. Beginnt mit der Suche. Seht dort nach. Das ist so ungerecht. Das habe ich mir verdient. Selbst gespart. Das war ehrlich. Ich weiß, aber wir haben Regeln zu befolgen. Hab ein Lager gefunden, Herr Oberst. Er hat welches. Ein Lager? Allerdings nicht sehr viel. Meine Enkelin ist krank. Sie braucht es. Ihre Enkelin. Ich wette, das wandert in den Markt. Oberst, sag es Ihnen bitte. Du weißt, dass es wahr ist. Herr Oberst, das kann nicht sein ganzer Vorrat sein. Suchen wir weiter. Denken Sie an die Quote. Genug debattiert! Setzen Sie die Suche fort! Ja, Herr Oberst. Erst hören Sie auf, uns zu bezahlen, und dann sind unsere Ersparnisse Überschuss! Ohne dieses Zeug wird sie nicht überleben. Erwarten Sie kein Mitleid. Von den Regeln gibt es keine Ausnahmen. Wir haben unsere Befehle. Mitleid? Sie haben mit niemandem Mitleid. Sie sind eine Schlange, kein Mensch. Hier ist ein ganzer Haufen. Ist er da nur rangekommen? Gut, dann stimmte der Tipp also. Ihr Blutsauger, ihr habt mir alles genommen, habt einem Kind das Leben genommen und jetzt freut ihr euch auch noch. Ihr habt sie gerade umgebracht und sie ist auch nur mit deinem Kirill befreundet, um Himmels Willen. Lass Kirill aus dem Spiel. Oh Mistkerl! Opa, Opa! Achtung, das Mädchen. Wo ist sie denn hergekommen? Hör auf, Opa zu bedrängen. Bitte. Leisten Sie erste Hilfe und füllen Sie die Papiere aus. Ich komme später wieder, um die Ware zu holen. Genug ist genug. Ihre Quote war nicht aus der Luft gegriffen. Sie wurde ordentlich berechnet und Sie haben zu wenig abgegeben. Zahlen Sie den Rest. Herr Offizier, denken Sie mal nach. Woher soll ich so viel überhaupt haben? Sie haben den Leuten das grüne Zeug weggenommen, der Handel ist tot und Sie fordern eine Quote von mir, die einem Mogul gerecht würde. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich habe auch eine Quote zu erfüllen. Und kein interessiert, wie ich das schaffen soll. Willkommen am Prospekt. Klar, der ist durchgeknallt. Kam von einer schmutzigen Station, wie ich hörte. Oder vom Depot.